Willkommen, Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Heute mit einem wundervollen, wunderschönen Training. Und nicht nur alleine, sondern habe ich mir noch gute Freunde eingeladen. Und zwar den lieben Aldin, den lieben Tobi und den lieben Bernhard. Ja, wir werden heute ein bisschen Ärmchen trainieren, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Zeit verbringen. Was hast du denn da jetzt? Hast du ihm jetzt ein Glas Wasser gegeben? Ja. Ja, ist gut, ne? Wir gehen weg. Aldin, was machst du ja jetzt eigentlich? Ich mach jetzt Brust. Wieso machst du Brust? Weil Brust auf meinem Plan steht. Haben wir uns nicht zu einem Armtraining verabredet? Aber ich habe Brust auf dem Plan. Aber Aldin hat Brust auf dem Plan. Na gut, da Aldin in der Vorbereitung ist, wollen wir mal gütig sein, oder Tobi? Ja. Du merkst es schon in der Brust, das ist ein Fehler, ne? Nein. Wenn du dich auch konzentrierst. Das ist auch nur Aufwärmgewicht. Die linke Scheibe hat minus ein Kilo. Da sieht man mal, wie der Support in der Gruppe so aussieht, ne? Auf welchen Wettkampf geht ihr denn bitte? Auf die Mr. McDonald's oder was? Ja, da sind das wir. Das ist bei mir eine tägliche Challenge, weißt du? Ach, das ist wirklich ein bisschen ja. Die sind im Ausschuss, die sind hier gekauft, war Abfallware, weil die nicht geeicht waren. Show a rhythm on it, make you want it, take my fun, adopt it. New tricks coming sick like who's this? Yeah, I give it, never fool with it. I'm going hard, turning hit. Alter Mann. Ja, ich bin der Älteste. Normalerweise müsste der Onkel Bernhard sagen. Onkel Bernhard ist noch fit, dann muss man. Aber der Onkel Bernhard hat Glitzer auf der Schulter. Hab ich Glitzer auf der Schulter? Ich war gestern Abend war ich im Puff wahrscheinlich. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Sieht er nicht schmal aus? Ich würde mal ein bisschen trainieren, Tobi, an deiner Stelle. Ich mach zwei Sätze extra heute für dich. Mach nochmal zwei extra, ja. Geht ja gar nicht. So, machen wir noch einen hier. McDonald's hat neues McFlurry. Echt jetzt? Ja, irgendwas habe ich gesehen in irgendeiner Story. Nee, Steak kann ich gar nicht. Also das Ding ist, wir trainieren die Arme, weißt du, Aldin? Du machst ja heute deinen Kram da. Danke. Weißt du, sind die breitesten hier, ne? Du lebst das Bodybuilding auch, ne? Diesen Ein-Mann-Sport, ne? Ich sehe das. So. Wenn ich in meiner Gruppe trainieren möchte, weil Brust auf dem Plan stand. Ex-Kumpel. Ja, wir machen jetzt ein bisschen, wir haben uns warm gemacht, jetzt den Trizeps am Kabel. Und jetzt werden wir den Bizeps ein bisschen warm machen mit Hammer-Curls. Oder mit Curls, Curls for the Girls, scheißegal, was für Curls. Und dann werden wir Trizeps und Bizeps im Wechsel vollziehen und versuchen, Aldin zu ignorieren, weil er uns nur noch ums Sack geht. Ich weiß echt nicht, was die Jungs haben, ganz ehrlich. Also, erstens sind wir zu viert Arme, ist viel zu viel. Außer Wettkampf vorbereitet, muss man die Sachen konsequent durchziehen. Ich verfolge meine Routine und meinen Plan. Ja, aber da müssen auch die Jungs durch. Einfach Jungs, vielen Dank für eure Unterstützung, ja? Das war cool von euch. Ich mach dir gerade Insta-Story. Was Aldin, du kannst auf die Maschine Gewichte stecken, Mensch. Every day we live, oh yeah. Live it up, live it to the fullest, oh yeah. Travel all around and hit every single club. Everywhere we go, everybody show us love, yeah. Every day turned up, oh yeah. Check on the accounts and we always ballin'. Oh, yeah, we always ballin'. We don't believe in love, so we never fallin'. Every day we live with a smile. Might go to New York, it's been a while. We might fly to LA, oh wow. Airlines and we racking up the miles. Yeah, every day we ball, that's for sure. Get lit, cause it's all that we know. Jetzt stell dich mal vor, ihr wärt noch auf Stoff. Cause we ball non-stop, take a picture, yeah, yeah, yeah. Every day we lit, oh yeah. Live it up, live it to the fullest, oh yeah. Travel all around and hit every single club. Everywhere we go, everybody show us love, yeah. Every day turned up, oh yeah. Check on the accounts and we always ballin'.
Warte, ich zeig euch mal, wie es richtig geht jetzt, ja, das reicht. Schon wieder? Versetz dich nicht, ne? Wir sind 50. Kannst du uns sein lassen, ne? Sag mal. Das habt ihr gemacht? Aldi, ja. Als erstes, vielleicht benutzt du einfach mal Hito-Gewichte. Das reicht doch. Die Frauen. Das reicht. Handeln. Oder? So, weißt du, mal schön Kontraktion. Ja, das sieht schon brutal aus, muss man ganz ehrlich sagen. Na, auch wenn er ein bisschen nervt, der Aldin. Aber einen guten Trizeps hat er trotzdem. Was ist los? Zeig dir was. Guck mal. Hier. Guck mal hier. Ja. Das ist die Ich-bin-nicht-brav-Ecke. Aber was denn, war? Ich war doch brav. Ja, und hier, jetzt denkst du einfach mal über dein Verhalten nach ein bisschen, okay? So. Man müsste nicht auf mich abwarten. Aldin, nicht reden. Du sollst nachdenken, ne? Über dich und deine Probleme mit dir selber. Na gut, Aldi. Du darfst wieder zu uns kommen. Ich hoffe, du hast aus deinen Fehlern gelernt. Aldi, was willst du denn noch für eine Armübung machen? Du hast ja heute noch gar keine gemacht. Ich mach Butterfly. Ich brauch noch ein bisschen was für die Brust. Alter! Ich brauch ein bisschen Volumen in der Brust. Ey, Aldin, was möchtest du für eine Armübung machen? Ich glaube, ich mach noch ein bisschen Butterfly. Ich hab Brust auf Aber Plan. Die Frage hast du an sich verstanden? Ich hab Brust auf dem Plan. So anatomisch ist so auch, ne? Brust, Arme, Arme, Brust, Arme. Ja? Ihr müsst verstehen, ich muss meinen Split einhalten. Für mich ist heute nur Brust im Kopf. Ich hab nichts gemacht. Was macht Bernhard da eigentlich? Frag ihn nochmal. Ich höre die ganze Zeit nur Brust. Bernhard hat irgendwie all den schlechten Einfluss auf dich? Ich habe irgendwie die ganze Zeit jetzt gehört Brust. Jetzt hatte ich irgendwie gerade auch das Bedürfnis, ein bisschen Brust zu trainieren. Aber weil der Aldin war ja vorher dran, ne? Das ist ja Gewicht, da kann man sich ja nicht mal mit aufwärmen. Na, Tobi. Ja. Da bleibt halt dann nur noch die Elite übrig, ne? Ja. Jetzt haben wir uns ernsthaft hier in die Ecke gestellt. Ey, der hätte wirklich geredet. Wir dürfen nicht reden. Die Klappe. Nächster Schritt ist die Kammer. Your shots that go down with the count, but don't let them count you out. Get up, don't quit. Down with the count, but your heart won't let you down. Get up, don't quit. Down with the count, but don't let them count you out. Get up. Ui, 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 ui. Jetzt geht's ab hier oder was? Was ist denn hier los hier? Kindergewichte, alles drauf hier, was ist knapp? So, muss das sein. Zeig mal. Ja. Ganz genau, hab ich doch gesagt. Ein bisschen weniger. Weniger ist mehr. Als Frau, wenn man die Übung macht, ist es immer ganz wichtig, dann auch wirklich richtig schön ins Hohlkreuz zu gehen. Ne, so kann man gleich zwei Übungen miteinander verbinden. Und also ganz wichtig das Hohlkreuz, ne? Und dann halt hier schön nach unten ziehen. Ne? Also ein kleiner Tipp von mir. Das sollte dann im Bestfall so aussehen. Und ich mag das gar nicht, wenn du hinter mir stehst, Tobi. Was sagst du zu deiner Ausführung? Die ist wunderschön. Was? Die Ausführung im Bernie-Style. Kannst du nochmal. Was ist die nochmal, Aldin? Die ist wunderschön.
Sag doch gleich nice. Das ist nice. Ich hab keinen Bock, schon wieder in die Ecke zu gehen. Brauchst mich gar nicht so anzugucken. So. Hier darf man nichts Falsches sagen. Hier ist Schwung, Schwung, Schwing und viel Gewicht erwünscht. Und wir trainieren nur Arme. So, liebe Freunde, das wunderbare Armtraining mit den Jungs ist durch. Hat Spaß gemacht, war eine lustige Sache. Aber jetzt wird es nochmal ernst. Aldin hat jetzt noch knapp 40 Tage bis zu seinem Wettkampf. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Formcheck. Weißt du, ich meine, ne? Ja. Das sieht so aus, als wenn du, oh, guck mal, da will der Vakuum machen, ja, und kriegst nicht hin. Ja. Geh mal ein Stück nach vorne, das ist schade noch. Ja, oder so. Ja. Für die Bühne war es eigentlich richtig, ne? Ja. Wenn du dich mehr bewegst, dann siehst du richtig, wie alles spielt, weißt du? Guck die Leute hin. Sehr schön, Aldin. Ja, Leute, da kommt was auf euch zu, sage ich euch, ja? Das kann was werden. Erster Wettkampf, gleich Profikart. Ja. Und ich würde auch sagen, bei den Profis dann auch wieder ganz weit vorne dabei auch. Ja, Freunde, das war das Training mit den Jungs. Wir verabschieden uns jetzt und sagen tschüss und bis bald. Wenn ihr Anregungen habt, immer schön in die Kommentare schreiben. Denkt dran, die Glocke zu abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wann neue Videos kommen. Und wir sagen tschüss und danke an die Jungs und bis bald. Ciao.